Ich muss das mal am Anfang direkt mal wahrnehmen, dass der so weit weg ist und nichts macht. Oh nee! Geh mal weg! Oh, ey, ich mag den gar nicht, den Kollegen. Ja. Deine Waffe macht halt bluten, das ist gar nicht cool. Da füllt sich dann so ein Balken und wenn der Balken voll ist, oder ich one-shot den fast. Ey, ich bin der Beste. Wenn der Balken dann voll ist, dann kriege ich halt einfach... Schaden. Und nicht wenig Schaden. Nicht wenig Schaden in dem Moment. Deswegen bin ich auch eben gestorben bei dem. Er hat mich einmal geschlagen und im gleichen Moment ist dann sein Bluten losgegangen und hat mich dann halt einfach one-shotted. Wir können jetzt irgendwen rufen. Ach, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt, ne? Warte mal, Jungs. Ich muss euch mal kurz was zeigen. Hast du mehr Spider-Man gespielt? Nee, noch nie. Ich glaube auf PlayStation 1 oder so mal das Spider-Man oder PlayStation 2. Ja, da wart ihr alle noch gar nicht geboren, ne? Genau, ich wollte mal ganz kurz was zeigen. Das nicht. Sondern... ihn hier. Bruder, er kostet 104. Wie viel FP habe ich denn? 100 habe ich. Okay, warte mal. Und die Geisterqualle? Ne, wir holen hier die Rex Army. Wir holen uns einfach die Rex Army. Muss ich nur kurz gucken, ob ich irgendwo zaubern kann hier. Kann ich die irgendwo rufen? Und damit ich die rufen kann, muss auf der linken Seite vom Bildschirm so ein kleines Grabsymbol sein. Meine, hört ihr beide Lieder, wenn ihr auf Klo geht, Digga? Normal, Digga. What the fuck? Hä? Also, kommt ein bisschen drauf an, ne? Wenn ich jetzt nur kacken gehe, dann gucke ich mir irgendwelche YouTube-Videos an. Aber ich liebe hier Musik sein. Aber ich wohne ja alleine, Niki, weißt du? Deswegen mache ich hier auf meinem Fernseher dann einfach Musik an. Auf laut oder auf meine Anlage, aber Anlage in der Zeit einfach weniger. Weil ich älter werde. Und... können wir dann da, weißt du? Gute Tür auflassen, Digga, auf entspannen. Ich geh mal weg! Also, ey, 2009 Summer Vibes. 2009 Summer, war da los? Über 2009 Sommer, Digga, da war ich noch voll auf Koks. Glaube ich. Ich glaub schon. Oder? Ich glaube, das war gerade die Zeit, als ich aufgehört habe. Digga, chill doch mal, Alter! Digga, wo kennt ihr überhaupt, woher kennt ihr dieses Lied? Jetzt mal eine ernsthafte Frage. Wundert er sich, wo auf einmal... war das geil? Keine Magie. Ein bisschen Abstand gewinnen. Steh doch mal, Mann! Oh! Huhuhuhu. Er hat seine Freunde hops genommen, beide! Er hat einfach seine Freunde hops genommen. Er hat mich hops genommen! Du Knecht, Alter! Was ist denn los bei dir? Digga, also wirklich sowas Hobbyloses. Fuck. Dark Souls Flashback. Ich schmeiß dir, Digga. Aber Bruder, ich weiß nicht, was das in Dark Souls war, Bruder. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich in Dark Souls einfach retarded gewesen. Bruder, ich hab's irgendwann einfach nicht mehr auf die Kette bekommen, Alter. Weiß ich nicht. Also hier geht's, ich mach mich noch. Es geht. Ich spiele halt auch Magier, ist einfacher. Ich hab voll die Dulli-Aktion gemacht in Dark Souls, Digga.
Weiß nicht, ich war nicht so drin, wie ich mir das erhofft hatte. Oh, jetzt kommen sie wieder alle, ne? Tode Counter 5. Ja, stimmt, warte mal. Muss ich gleich aktualisieren. Erinnere mich gleich nochmal. Ja, wo da hin? Ach, Digga, Chat. Digga, was ist denn das? Oh, das wird langsam eng mit dem Sub, ne? Oh, ich muss da entspannt daran gehen. Ey. So, ganz entspannt jetzt. Auch kein Pferd mehr. Nur noch, wenn ich im Notfall das brauche. Ich sehe den Schleicher. Am besten wäre, den Pisser erstmal da oben wegzumachen. Wir machen erstmal den Pisser da oben weg. Kann ich durch? Jetzt hoffen, dass mich keiner sieht. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Ah! Ja, die muss ich doch eigentlich hinbekommen. Warte mal. Ach, scheiße. Ich habe einfach auf den Boden gezaubert. Er kann besser Elden Ring spielen als ich. Hat er keine Zeit. Ich muss hoch, hoch, hoch. Achso, neue Magierklamotten könnte ich auch langsam mal gebrauchen. Aber die haben mich auf jeden Fall bemerkt. Sonst würden sie nicht stehen bleiben. Und da hinten liegen halt einfach noch meine Runen. Das ist so risky, was ich hier mache. So, jetzt ein nach dem anderen. Die Truhe holen wir uns gleich. Ich habe euch ja erzählt, dass es diesmal ein bisschen anders mit den Truhen. Wenn man sich im ersten Moment nicht vielleicht nur freuen sollte. Da immer mal wieder sein kann, dass so eine Truhe dann eine Falle ist, die dich dann auf die andere Seite der Map schickt. Wo du halt noch gar nicht sein solltest, wo auch dementsprechende Gegner sind. Einfach stehen bleiben und zaubern. Okay. Er ist ein bisschen überfordert. Hey, das ist unfair. Jetzt kommt er wieder, oder was? Mann! Digga, so ein Arschloch, ne? Ja, was machst du jetzt? Nix, wa? Ha! Outplayed. Ja. Einfach besser, Digga. Guck mal hier nach dem. Also ich hau auch viel in die Wand, ist mir aber egal. Ich will jetzt nur den Bereich. Er kommt hoch! Gar kein Problem. Nur wir sind so eine tierliebende Menschen, wir haben sogar das Pferd am Leben gelassen. Wäre ich jetzt ein Krieger, hätte ich mich bestimmt über die Schuhe gefreut. Ihr wisst Bescheid. Ich mach die Maut. Maschallah. Ich hab schon kurz gedacht, der erste wäre mein Pferd. Können wir auf das Pferd aufsteigen? Oder ich bin am Schleichen. Ach, dann fick dich. Ja,
Ja, wir haben eine Sache noch fast vergessen. Und das ist die Truhe. Wo kommt er denn her? Ach, das Pferd. Das ist so schade, dass ich das Ding nicht schießen kann. Ich glaube, es wäre auch zu OP. Okay. Stell dich einfach hier oben rauf und dann... Gefangen in einer Transportfalle. Genau das meine ich. Jetzt die Frage, wo wir rauskommen. Königliche Hauptstadt. Oder wir sind beim Baum. Weg mit dem nächsten Musikwunschkurs. Oder wir sind einfach beim Baum. Von wem ist das der Flügel? Der riesige Flügel. Ja, das kann man halt einfach nur nochmal bestätigen, wie schön das Spiel ist, ne? Lol. Heftig. Oder absolut wild. Kann ich mich irgendwie hier runter sneaken? Ich glaube, es wäre aber auch zu viel. Ich glaube, es wäre zu viel. Warte mal, kann ich mich hier runter sneaken? Ich will jetzt immer noch nichts riskieren, Digga. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal wieder zurückkomme. Gut, ich nehme alles zurück. Nur ganz kurz gucken, ob ich da runtergehen kann. Hey, kurz vorher nochmal das Level benutzen. Weisheit. Wir sind schon richtig schlau, Digga. Halber Einstein. Das doch, der verarscht mich doch. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen zu tief. Ich komme vor allem nirgendwo dahin, ne? Einfach alles zu. Na gut, dann scheiß drauf. Bevor ich hier dumm in den Tod stürze. Immer Falle? Das ist eine gute Frage. Auch wie das hier aussieht, ne? Absolut wild. So ein wunderschönes Spiel. Ja, habe ich fast erwartet. Oh, da hätte ich meinen anderen Zauber für gebraucht. Oh, er hat mich nicht One-Shot gemacht. Hey. Okay, er war... Alles klar, Digga. Alles klar. Ich nehme mal den neuen Zauber. Vielleicht geht das besser. Hast du recht, Niki. Niki, bist du zufällig gerade kein Sub, oder was? Nee, bist du. Warum geierst du denn so auf Sub, Mann? Baby, er fahr allein durch die Stadt, weil du mir viel zu nehmen hast, wo du da warst. Hab dich behandelt, als wärst du... Oh, Megman-Buddy. Bestimmt noch ein chilliger Song, ey, aber...
Ich, wenn man den ganzen Tag sich diepe Musik reinzieht, Digga, vielleicht passt das auch gerade sehr zu deiner Stimmung, ne? Aber das macht es dann noch nicht besser, Rudi. Gönnst der Community. Du bist ein Ehrenmann. Weißt du, was ich meine? Ist ja nicht böse gemeint. Ich hab schon wieder einen Zauber vergessen, ne? Ja, alles gut, alles gut. Nichts passiert. Wo sind wir eigentlich? LOL! Okay. Einfach am anderen Ende der Map. LOL. Ja, ist in Ordnung. Spin my head, man. Try Nummer 2. Werden wir gleich sehen. Oder warum macht er mich denn mit einem Schlag, Mann? Und hier hat Rex so lange gestreamt. Connor, Digga, bist du erst seit 2 Wochen da, oder was? Was mit den ganzen 24ern, ha? Gefühlt der Einzige, der auch mal einen 24er durchgezogen hat in der 2K-Community, ha? Ja, aber ist auch entspannt. Ja, na klar, Migman, fühle ich, ja. Na, aber mit den Sachen, mit denen du dich umgibst, Digga, je nachdem ist auch deine Stimmung. Wenn ich mit guten Sachen umgibst, hast du eine gute Stimmung, mit schlechten, schlecht. So circa, ja. Ja, das fühle ich, Connor, fühle ich. Dass du aber schon die schwarzen Porsche KMS fährst, Digga, Respekt dafür. Ja, ich glaube, das bringt halt nichts, ne? Ich hole jetzt kurz meine Seen und dann machen wir weiter. Ne, jetzt hat noch 24 gemacht. Meinst du jetzt Livio oder was? Hat der auch durchgezogen? Guck mal, Stimme. Normal Mann schwarz. Geht darum auch durchgezogen, ne? Wir haben schon einige Jungs, habe ich schon gesehen, die haben 24 angefangen. Ich will natürlich auch nicht sagen, dass keiner hier den 24er durchziehen kann, ne? Aber ich habe wenig Leute gesehen, die ihn durchgezogen haben. Na, der hat durchgezogen. Ja, dann Respekt dafür, Bruder. Er ist auch eine korrekte Socke. Kannst du echt nichts sagen, Bruder. Ne? Kannst du echt nichts sagen. Ich hoffe, King Lou ist nicht da, Digga. Aber es gibt ein kleines Geheimnis. Jetzt zeige ich mal gleich was auf der Karte. Was finde ich ein bisschen schade eigentlich in Elden Ring, weil ich glaube auch... Also Elden Ring wäre auch ohne sowas klargekommen. Aber... Es kann auch einen was erleichtern. Der hat doch immer wieder Insta-Stories gemacht. Bei seinem 24er oder was? Ja gut, das pfeifelt. So, abfahren. Genau. Pass auf, es gibt ja auf dieser Map hier diese... Was sagst du da? Monumente, diese... Dieses Zeichen, das ist genau... Das ist auch das Einzige, was auf der Map eingezeichnet ist, auf diesem grauen. Ne, außer vielleicht mal eine Straße oder so. Muss eigentlich mal auf einen Mic switchen. Ja, na klar, Bruder. Aber alles mit der Zeit, ne? Alles mit der Zeit. Und bei diesen Dingern, bei diesen Monumenten, findest du immer die Karte von dem Gebiet, wo das Monument halt steht, ne? Also jetzt Pfeifertaktik. Ich hole mir mal ganz kurz mal die Map ab. Und weitermachen. Genau, und die Maps sind dann meistens auch an so einem Orten. An so einem Ding ganz kurz. Irgendwer übertreibt hier schon wieder. Irgendwer hat die gerade schon wieder übertrieben. Alter, was ist denn das? Naja, mal gucken, wer hier Speere wirft, ne? Kann ja nicht wahr sein. Ich glaube, sollte man ein bisschen zickzack werden. Nicht, dass er mich gleich hier einfach holt. Wann wieder 2K heute nicht mehr, jemand noch. Oder was ist denn das? Willst du mich verarschen? Das ist doch der gleiche Typ, wo ich gerade abgehauen bin. Digga, ihr kriegt ja dann auch sowas von aus. So safe euren Sub heute von mir. Könnte kotzen, ne?
Bruder, bitte nicht. Bitte nicht. Er ist einfach der Beste. Ich muss weg. Okay, vielleicht doch nicht so safe, euer Zeug. Ey, dein Kind, wenn man seine Füße boxen. So, falsche Richtung. Connor, der ist genauso blind wie du in 2K. Ich muss weg. Wollte ich das auch drauf spielen? Ja, ich hab seine Mom beleidigt. Ja, sag mal Tag. Achso, Freitag wieder. Freitag gibt's wieder 2K. Freitag, ich denke mal wieder, kann sein, dass es wieder Mittagsstream wird, also nicht direkt 14, 15 Uhr, sondern eher dann so 16, 17. Ah, weiß ich noch nicht ganz genau, ne? Muss ich mal gucken, was hier abgeht. Herbal Life. Gehen wir noch mal kurz am Strand vorbei, damit wir das auch gleich abhaken können. Oh, Alter. Hier von Riese und dann Finger. Kann ich das fotografieren? Natürlich kann ich kein Game Shot machen. Hallo Vater, hallo mein Sohn. Das sind Köter? Ja, ich muss weg. Digga, sowas Hässliches, ne? Verpiss dich doch, meine Fresse! Oh, ich hau jetzt einfach ab. Digga, ihr könnt ja alleine miteinander spielen, Digga, ihr seid doch nicht toll. Muss doch kurz meinen Kollegen sagen, weil ich seine Nachricht hier in Endring gefunden habe. Hier die Nachricht da vorne mit diesen Riesenhand und so. Ist die von meinem Kollegen. Sieht doch ein bisschen anders aus, vielleicht erkennt ihr das. Ich glaube, die Hunde sind weg. Hui, Blatt. Hier, Digga, guck mal, das ist eine normale Nachricht, so sieht eine normale Nachricht aus. Und die hier. Nachricht von. Ach so, das zeigt sogar das Gruppenzeichen an, weil wir alle das gleiche Passwort haben. Also, sie von meinen Kollegen, aber weil wir halt in der gleichen Gruppe sind, wird mir die so angezeigt. Jo, Digi, hab deine Nachricht gesehen. So. Wie viel muss man zahlen für Mod? Oder eigentlich reicht mir, wenn du mir deine Mom gibst. Da kommt dann ganz drauf an, was deine Mom ist auf einer Skala von 1 bis 10. Ne? Wenn es natürlich nur eine 2 ist, dann nein, wird schwierig. Dann wird schwierig, Bruder. Ich weiß ja nicht, wie du aussiehst, Connor, weißt du, ich meine? Sonst könnte ich ja wenigstens ein bisschen so sagen, ja, okay, gut, Bruder, du bist schon scheiße hässlich, Digga, dann ist sie wahrscheinlich auch so, aber ich weiß es halt nicht, ne? Hier ist ein Schloss, ne? Das ist das zweite Schloss, wo ich jetzt bin. Aber vorher gehe ich nochmal hier in das Ding rein. Zahle mit Seitzigsmann, geht das? Wenn die eine 9 von 10 ist, ja. Das ist wie Low-Build-Stream, Bruder. Es geht nur alles ab 9,9 und drüber. Die Belagerung von Schloss Morne. Ein einsamer Held kämpft für die Rache. Fürs Godfrey ist sein Verderben. Godfrey, Digga. Pick die Schildkröte. Ja, das können wir machen, Connor. Das sind die. Ich weiß nicht, ob Pool seine Mom gerne hergibt, ne? Aber bei Dub, das weiß ich doch, Digga. Also, das wäre ja nicht mein Sohn. Wo bist du, mein Sohn? Fick dich, Digga. Schön, fick dich, Digga. Digga, haben die Leute auch endlich ins Ohr, haben sie einen Song gefunden, Bruder, der halt wirklich abgrundtief ass ist, Digga. Den man sich nicht mehr irgendwie auf lustig geben kann, weißt du, was ich meine? Bruder, einmal kurz im Stream gesagt, dass ich den nicht ab kann. Ab dem Moment wurde auch einfach nur noch reingespammt, ne? Lightshow hier.
Na, schade, Digga. Das nehmen wir auch nochmal mit. Noch ein Adamblatt. Digga, warum zeigen die denn immer an, dass das besondere Dinger sind? Gut, Abfahrt, wir gehen ins Schloss. Hey, 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 Connor, hä? Entspann dich mal, ja? Och, Digga, Michi, muss das sein? Dieses hässliche Emote. Du meinst. Hubert fängt an zu stalken. Was meinst du, wo er weiß, dass ich sein, dass er mein Sohn ist? Naja. Warum kannst du nicht einfach mitspielen, Digga? Der Typ hatte auch auf einmal meine Nummer. Uff, Digga. Da werde ich aber vorsichtig sein. Mit so Leuten, die auf einmal die Nummer haben wollen, weißt du? Vor allem, wenn sie dann da voll besoffen sind. Denen du einfach nur irgendwas über Discord schicken willst, dann sagen, ja, Bruder, kannst du mir auch bei WhatsApp schreiben. Weißt du? Komisch, solche Leute. Ich schwör's dir, Digga. Lol, ich kann sogar von ihm den Blutfleck sehen. Das ist mein Kollege, der da gerade stirbt. Nice. Oder Endring ist so gut. Ey, chill doch mal. Ich glaube, wir müssen mal langsam unseren Zauberstab aufbessern. Ich glaube, wir gehen nochmal unseren Zauberstab aufbessern. Bruder, was geht bei dem? Alter. Da vertraue, irgendwann gehen wir zusammen zu Rex und klingeln bei ihm. Imagine, Digga. Wenn ihr bei mir klingelt, kriegt ihr so, ich schwör's dir, Digga, so ein Kinnhaken. Bruder. Bruder. Ich schwör's dir, Digga. Mit dem Boxer, Digga, schickt euch wieder nach Hause. Ihr braucht nicht mal irgendwie Busticket oder Bahnticket nach Hause oder sowas, Digga. Ihr kriegt einfach einen Schwinger und fliegt bis von da aus. Ich schwör's dir. Dem nur ganz kurz Leben auf. Besser. Komm auf. Trau dich. Komm auf. Digga, kannst du mal vernünftig schreiben? Digga, und nicht die ganze Zeit wie so einer, der irgendwie nur... Bruder. Muss mich schon wieder aufregen hier. Reicht das? Mashallah, Digga. Der Beste. So, Weisheit 25. Schmeckt. Du traust dich eh nicht, Bruder. Warum sollte ich mich nicht trauen, euch zu boxen? Das Einzige, wo ich vielleicht Angst vor haben könnte, wäre dann die Anzeige. Aber Bruder, davor sollte man sich eigentlich davor sicher sein. Ob man jetzt die Anzeige mitnimmt oder nicht, Digga.
Und ich kann mir vorstellen, dass ihr so eine Pussy seid, die auch noch anzeigen, weißt du?